Hey Leute und willkommen zu Let's Play Mortal Kombat 11 und ich habe vom 10. Teil die Story nicht gespielt, sondern nur so ein bisschen die Türme. Und dann würde ich sagen, wir beginnen gleich mit der Story. Akzeptierst du die Wahrheit, die die Götterältesten leugnen und die der Grund für meine Verbannung war? Die einzige Wahrheit ist, Shinnok, dass denen, die das Erdenreich schinden, keine Gnade gebührt. Ich vernichte unsere Feinde, bevor sie uns vernichten. Angefangen mit dir. Nur wie, Raiden? Nicht mal du kannst einen Götterältesten töten. Es gibt Schlimmeres als den Tod. Führe dich an Lu Kang und deine Unterreichlakaien aus. Du wirst ihnen als Warnung dienen, als Manifest meines Zorns. Nicht dein Schicksal, Shinnok. Erneut hat der Donnergott die Waagschale ins Ungleichgewicht gebracht. Doch sei dir gewiss, das Universum beugt sich stets meinem Willen. Es ist nur eine Frage. Seit 25 Jahren sind die Spezialeinheiten Schild und Speerspitze des Erdenreichs. Wir schlugen Shao Kahn zurück, besiegten Shinnok
bezahlten aber für jeden Sieg einen hohen Preis. Vor kurzem wurde Commander Jackson Briggs ehrenhaft entlassen. Seine Wunden, sowohl physische als auch psychische, ließen uns keine andere Wahl. Wir ehren Jackies Vater und das durch ihn erbrachte Opfer, als er tat, was er stets tat, das Erdenreich zu verteidigen. Sergeant Cage, vortreten. Dank ihrer Führungsstärke und Entschlossenheit wurden sie befördert zum Commander. Aber ihr Nachname nützt ihnen nichts. Sie müssen in alter Spezialeinheitentradition noch einen letzten Test bestehen. Den Offizier vermöbeln, Ma'am. Also Sie, Ma'am. Versuchen Sie es doch, Sergeant. Mal sehen, ob Sie zu was taugen. Fight! Okay, das ist der erste Kampf und wir spielen mit Cassie Cage. Oh nein. Oh Scheiße. Alter, ich krieg hier gerade ganz schön auf die Fresse. Oh nein. Komm schon. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Yes. Okay, erste Runde zum Glück noch gewonnen. Shit, Alter. Nein, bitte. Oh nein. Oh nein. Oh shit. Nein. Ach du Scheiße. Commander Cage meldet sich zum Dienst. Mein Glückwunsch, Commander. Ach komm, Dad. Musst du schon los? Du hast deine Pflichten, Commander. Ich hab meine. Die nächste Fortsetzung von Ninja Pantomime klingt für mich nicht gerade nach Pflicht. Ich muss für dich sorgen, genauso wie du es von mir gewohnt bist. Mann, Leute, ich kann euch hören. General Blade, Cassandra Cage. Was ist Raiden? Das Unterreich.
Wir sollten Kontakt aufnehmen. Vielleicht gibt es eine Erklärung. Liu Kang und Kitana waren einst Freunde. Sie wurden unverkennbar von Shinnoks Bosheit gezeichnet. Sie sind nicht länger die Champions, die wir einst kannten. Wir müssen einen Präventivschlag einleiten. Wir hätten schon früher angreifen sollen. Wie ist das Ziel? Tief unter dem Schloss von Liu Kang und Kitana liegt die Kathedrale von Shinnok. Das Zentrum seiner Macht. Vernichtet man sie, vernichtet man auch die Armee der Untoten. Und die Bedrohung für das Erdenreich. Bist du nicht schwächer im Unterreich? Ja, aber ich bin stark genug, die Armee der Untoten in Schach zu halten. Das verschafft uns Zeit, in die Kathedrale einzudringen und sie dann zu zerstören. Nageln sie uns fest, kommen wir nicht raus. Wenn das Erdenreich überleben soll, müssen wir bereit sein, Opfer zu bringen. Oh, hör mal, ich kann deine ganze finstere Leier mit den Opfern und diesem düsteren Scheiß nicht mehr hören. Du verlierst ja keine Familie. Ich kenne Schmerz, Johnny Cage. Raiden hat recht, Johnny. Wir sind nicht bereit für einen neuen Krieg. Wir müssen die Armee des Unterreichs vernichten, bevor Liu Kang sie hierher bringt. Sind in Position. Raidens Ablenkungsmanöver klappt besser. Hinfort! Oder ihr spürt den Zorn des Beschützers des Erdenreichs. Als Raiden bis hierher kommt, vernichtet ihn. Das Narbengesicht des Kabar? War er nicht Kanos Handlanger? Lass dich von den Narben nicht täuschen. Er ist schnell.
Kümmer dich um ihn und Jade. Ich gehe nach unten und platziere das C4. Alles klar. Widme ich ihr, Kabal. Okay, der zweite Kampf und wir spielen gegen Kabal. Oh shit. Alter. Nein. Ey, ich bekomme hier die ganze Zeit mega auf die Fresse. Okay, erste Runde gewonnen. Nein. Komm schon. Alter, geil. Du verlierst so schnell, wie du läufst. Jackie, wo ist Jade? Davon gelaufen. Sie holt wohl Hilfe. General, wie ist die Lage? Noch 10 Minuten. Die Pfeiler stehen viel zu weit auseinander. Kann ich helfen? Negativ. Gebt uns Deckung. Noch 10 Minuten? Wir müssen in 5 hier raus sein. Dann sitzen wir in der Scheiße. Wir haben noch C4, oder? Ja, wieso? Verschaffen wir uns doch damit Zeit. Losgehen. Thank you.
Ketana, Imperatorin der Toten. Ich habe unsere letzte Begegnung im Himmelstempel nicht vergessen. Sind deine Narben verheilt? Fight! Okay Leute, ich würde jetzt erstmal sagen, das war's mit der ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.